Hallo, ihr lieben Gestörten, ihr seid mal wieder auf meinem Kanal gelandet. Und schaut mal, was euch diesmal für ein buntes Treiben es sind, erwartet. Es sind immer noch diese Tiere hier zusammen. Und ich bin so stolz drauf, dass sie es immer noch hier gemeinsam aushalten. Also inzwischen ist das Becken reichlich gefüllt und auch reichlich bewachsen. Dank der neuen Lampe, ne, habt ihr ja beim letzten Video gesehen. Und ich bin auch fleißig schon am Separieren. Aber solange es hier keine Rangeleien gibt, sortiere ich auch nicht aus. Na, ihr seht, hier sind noch ein paar Männchen zwischen. Das könnte ein Männchen werden. Okay, wenn ich jetzt hier mit dem Finger hinkomme, ne, dann wird es natürlich ein bisschen rangelig. Aber ansonsten sind hier keine verletzten Tiere drin. Und das finde ich mal richtig mega affengeil. April geschlüpft, Mai, Juni, Juli, August. 5 Monate, nee, Mai, Juni, Juli, August. 4 Monate alt. Und ich versuche das echt so lange wie möglich aufrecht zu halten. Ich habe die vorhin erst gefüttert. Guckt euch mal dieses Volk hier an. Ah, herrlich. So schöne Tiere. Ich kann mich nicht satt sehen. Könnt ihr euch satt sehen? Vor allen Dingen die Scheibe trübt diese ganze Farbenfrohheit. Was für ein Wort. Das Farbenfrohe. Ey, Jungs und Mädels, ihr habt gerade erst gefressen. Übrigens, wenn man seinen Finger in so eine Meute reinhängt, die fressen einen auf, ja? Also, das ist ja wie diese Fußfische da, die ein kosmetisch oder medizinisch die Füße da ab. Und ja, also ist es nicht mehr lange, wie ihr die Tiere hier bekommen könnt, denn ich habe einen Abnehmer gefunden für alle. Aber da die Anzahl ja noch nicht in Stein gemeißelt ist, könnt ihr euch jetzt noch Tiere sichern. Und ich zeige euch jetzt 4 Tiere aus dem Wurf, die ich schon separiert habe. Einmal ist das dieser Herr. Blau, gebräunt, lebt hier mit ein paar Garnelen zusammen. Deswegen ist hier so ein bisschen moosig. Das lasse ich, dass die Garnelen sich verstecken können. Der hat hier sein Apartment, marbelt, ist schön blau, wie man sieht. Hier habe ich erst gegärtnert, deswegen ist das nicht mehr ganz so voll. Seine Kiemen. Ich weiß nicht, ob das eine optische Täuschung ist, aber irgendwie sieht das aus, als würden die so ein bisschen hervorstehen. Aber es schränkt ihn jetzt nicht ein. Die Schnute. Oh Mann, ey. Okay, jetzt versteckt er sich hier so in den Filter. Ich will ihn jetzt nicht hier nicht triggern, deswegen gehen wir mal weiter. Das Tier behalte ich. Das kennt ihr ja schon. Hier ist einer drin in den 60er. Ja. Wo ist er hin? Man kriegt die ja immer, wenn man hier so ein bisschen tickert. Okay, jetzt ist die Puppe, die hier hinten steht, ein bisschen am Meckern. Guck mal, wo er ist, ne? Gerade eben war er noch hier. Vorführeffekt. So, ich mache mal hier ein bisschen doller. Da ist er. Da. Auch ein schönes, blaues, marbelndes Tier. Und ich glaube, er ist ein bisschen aggro jetzt, weil ich ihn geweckt habe. Und auch ein Half Moon. Schön am Marbeln und hat noch so einen leichten grünen Schimmer, wie man eben gesehen hat. Ich halte jetzt nicht extra einen Spiegel ran. Ich denke mal, das spricht für sich, das Tier. Und dann geht es runter zu den Single Apartments. Jetzt ist ein bisschen blau. Da ist nochmal ein gleicher Bruder, frisch separiert, deswegen ist er noch hier drin. Mit ein bisschen Roteinschlag. Und hier ist auch ein Vertreter, den die Farbe ein bisschen mehr mit Rot hat, also mehr Flecken.
Und dann hatte ich doch eigentlich noch, ja, genau. Dann kommen die hier in die 12 Liter Einzelapartments. Diesen Kollegen werde ich wahrscheinlich behalten. Das steht aber noch nicht in Meißel gehauen. Genau. Jetzt muss man sich aber einmal drehen. Ich glaube, den hatte ich mit als erstes separiert. Ja. Den kennt ihr sicher noch. So hat er sich entwickelt. Jetzt durch das Licht leider nicht richtig sichtbar, weil das hier so einen Blaueinschlag hat, aber es ist in echt gar nicht so blau, das kann die Kamera nicht einfangen. Genau. Dann habe ich jetzt hier noch zwei Becken, die noch einlaufen müssen und dann kommen da nämlich auch wieder Fische rein. Aber derzeit sieht es doch gut aus. Also, wenn ihr Interesse am Fisch habt, kommt vorbei, holt die Tiere ab. Wenn ihr an einen der einzelnen Fische Interesse habt, versenden mit Tierversandkost 25 oder 30 Euro, je nachdem mit Heatpack, ohne Heatpack. Jetzt würde ich mit Heatpack empfehlen. Wenn ihr jetzt hier ein Tier seht, macht einen Screenshot und kringelt das ein. Ich versuche das Tier dann zu kriegen. Ich kann euch aber kein Geschlecht festlegen, ne? Also hier sind echt schöne bei. Muss nur noch scharf stellen. Am besten kommt ihr vorbei und sucht euch einen aus, weil wie soll ich hier ein schönes Tier rausfischen? Oder ihr sagt, mach alles rein in den Kescher, was du kriegst. Anzahl und dann. Der ist auch schön, den werde ich jetzt, denke ich, mal rausholen hier. Der ist auch sehr schön. Sehr schönes Tier. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao.